Willkommen zurück bei Wolfpeiter.de. Ja, immer noch mit Spelunky, immer noch alleine. Ich werde jetzt auch in den Titel schreiben, dass das jetzt ein Solo-Projekt geworden ist. Falls ich noch mal jemanden kriege, ändert sich Tagesaufgabe uneingespielt. Was soll's. Ja, ich habe gerade Abi also mündlich gehabt, so Geschichte habe ich total verhauen, weil was völlig anderes dran kam. Also völlig andere Zeit, als ich dachte, dass dran kommt. Demnach lief es nicht ganz so toll, aber ich habe trotzdem bestanden. Keine Sorge, Leute. Ich habe alles geschafft. Auch wenn Geschichte an sich habe ich nicht bestanden. Ganz knapp, nur 4 Punkte. Dafür habe ich in Politik und Wirtschaft halt dann 8 oder 9. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, nee, ich habe 8, genau. 8. Hauptsache, ich bin doof. Ja, das ist das Wichtigste. Solange ich doof bin, ist das okay. Wollte ihn ja eigentlich auf Mopsy umstellen, ach, was soll's. Das mache ich euch mal irgendwann offscreen. Weißt du was, wenn ich schon doof bin, dann kann ich auch doof in großem Maße sein. Ja, ich komme doch so. Hier drüben ist nichts mehr Relevantes, deswegen gehen wir gleich zum Ausgang. So, mal gucken. Hier kann ich landen. Und ne, ne. Ab geht's. So, Knutscher möchten. Na, könnten wir uns angucken, machen wir aber nicht. Warum, warum, weiß ich auch nicht. So, jetzt haben wir hier das Problem, wenn ich die Falle auslöse, ist die Gefahr, dass es den Ladenhüter trifft. Okay, doch nicht. Stabiles Schild. Massives Holz. Gut, den Rest können wir uns nicht leisten. Hab gerade unser ganzes Erspartes für den Kletterhandschuh rausgehauen, weil ich zu doof bin, hier überhaupt mal ein bisschen rumzulaufen. Gut, hier könnte ich die Tiki-Falle mitnehmen. Das würde aber bedeuten, dass ein riesiger Steinblock hier lang fliegt und den Dings tötet, den Ladenhüter. Vermutlich nicht mal tötet. So, dass er böse. Leute, ich bin eh fast tot. Jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Oh, jetzt habe ich auch noch Kali verärgert. Und der Kerl läuft Amok. Super. Mach ich das denn jetzt? So. Jetzt hört ihr die ganze Zeit die Musik vom Ladenhüter. Ich weiß leider nicht, wo er rumläuft. Falls ihr euch fragt, wo die Spinnen herkamen, das passiert, wenn man Kali verärgert. Ach, da unten läuft er lang. So, ich hoffe mal, dass ich ihn mit der Bombe krieg. Ja. So. Ja, du in deiner Vault, du kannst hier gerade mal hohl drehen, so viel du willst. Oh. Nee, die Falle hat er ausgelöst. Unser Glück. So, jetzt muss ich. Ich habe ja zum Glück das Cape, das beschützt uns hier vor tiefen Fällen. Ist hier unten der Ausgang? Bitte sag. Natürlich nicht. Gut. Dann hole ich uns mal unsere Shotgun, die wir uns rechtmäßig erworben haben, aber mit dem einen Leben werden wir eh nicht weit kommen. Na, komm runter. Verdammt. So. Wie mache ich denn jetzt das? Achso, ja, ich kann ja einfach. Oh. Gut, das ist jetzt nicht ganz so toll, dass jetzt schon der Geist kommt. Ich guck mal, ob ich. Nein, da kommen wir nicht mehr dran. Gut, dann ist schade, aber können wir nicht ändern. Jetzt habe ich mir wieder keinen Timer gestellt, egal. Du hast nichts gesehen. Sehr schön. So macht man das. Heute, wenn ihr das nächste Mal in ein Geschäft geht, macht ihr das genauso. Ich höre hier irgendwo Mopsy, aber ich. Doch so, hier unten drinnen. Ja gut, wir haben jetzt genug Bomben. Da können wir uns das leisten. So, jetzt müsste ich bloß noch wissen, wo der Ausgang ist.
Ich glaube, ich bomb mich hier nach unten. So. Sehen wir uns doch mal um. Nein. Er ist tot. Ein paar Seile wären vielleicht... Obwohl, hier hätte ich eigentlich auch mit den Klettern schon hochklettern können. Leute, Abi-Prüfung. Ja. Ihr wisst, wie mein Hirn schon matsch war, nachdem ich nur gelernt hatte. Jetzt habe ich es geschrieben. Also, gesprochen. War ja mündlich. So, und jetzt geht's ab. Zwei Leben. Mopsi hinter der Wand. Den holen wir da gleich raus. Oder hauen ihn gleich mal in die Falle. In die Falle aber hier unten an die Kiste. Würde ich sehr, sehr gerne dran. Weil in den Kisten, ihr wisst ja, da kann sich allerhand Gutes verbergen. So, ich habe ja die Kletterhandschuhe. Damit bin ich ja wie ein Affe. Agil. Und ja, Seile. Das ist doch schon mal etwas. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, was mit Mopsi... Ich hab Mopsi getötet. Okay, hier befindet sich die Truhe. Jetzt habe ich hier ein bisschen Angst, dass ich einen Fehler mache und uns damit töte. Ich guck mal, ob ich den Schlüssel bekomme. Wenn nicht, ist nicht ganz so schlimm. Tut mir leid, wenn ich hier mal ein bisschen angespannt bin zeitweise. So, runter mit dir. So, hier unten steht da wieder der Chef. Jetzt muss ich mal gucken. So treffe ich den wohl nicht. Ah, jetzt dreht er wohl. Habe ich ihn? Nee, natürlich nicht. Aber wie viel hält der Kerl aus? Ich treffe ihn aber auch nicht. Dich. So. Und hier ist der Schlüssel auch. Das ist sehr gut. Dann werde ich nämlich die Shotgun gerade mal an den Ausgang legen, dass wir die gleich mitnehmen können. Dann gehe ich mit dem Schlüssel nochmal geradewegs zurück zur Kiste. Böses Skelett. Ich habe hier ein paar Seile bekommen. Ich habe zwar jetzt sämtliche Bomben verschleudert, die wir hatten. Aber was soll's. Komm, muss auch mal sein. So, komme ich da so dran? Natürlich nicht. Ach, was, wie schön wäre jetzt ein Jetpack. Es läuft mir eiskalt über den Rücken. Gut, dann beeilen wir uns hier ein bisschen. Tut mir leid, Geist. Ich habe keine Zeit für dich. Und ab in den Dschungel. Ja, den Schwarzmarkt habe ich noch nie gezeigt. Falls ihr euch fragt, warum, ich habe ihn einfach noch nie gefunden. Theoretisch erfüllen wir jetzt alle Kriterien, um ihn zu finden. Das heißt, wir sind, also finden können wir ihn eh immer. Aber jetzt sind wir auch theoretisch gut gewappnet dafür und das sieht ganz danach aus. Eben hat es doch kurz ausgeschlagen. Wo? Ja, wo? Hier eben hat es doch einen kleinen Ausschlag gehabt. Über uns oder was? Hier oben? Tut sich nichts. Ich würde die Frau gerne mitnehmen. Allerdings kann ich nicht genau sagen, wo sich der Schwarzmarkt befindet. Der übrigens unser Ende sein wird, wenn wir ihn finden. Ich sage extra, wenn... Jetzt wieder... Wartet mal, ich gehe mal hier runter. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich hoffe, die Bomben reichen. Perfekt.
Ja, dann hole ich die Frau von da drüben noch schnell. Da verschwende ich dann auch ein Seil für, weil das ist mir mit der Tiki-Falle hier drüben ein bisschen zu knapp. So. Wir werden jedes Leben brauchen, wenn wir auf den Schwarzmarkt gehen, denn was erwartet uns da? Jede Menge Händler. Also ganz viele Shopkeeper und wir haben weder den Leim von der Spinne. Oh. Schwarzmarkt. Auf diesem versteckten Markt kannst du einzigartige Objekte kaufen. Ja, ich werde für meine Verbrechen bezahlen. Das befürchte ich leider auch, dass ich dafür bezahlen werde. Aber bis jetzt sieht es doch noch gar nicht so schlecht aus. Oh. Jetzt habe ich das natürlich abgelegt. Super, das war's. Tschö, Leute. Das unten war das Ankh, das hätte ich gerne gehabt. Schade, 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 schade. Gut, Rang 297. Komm, einen Run, den schaffen wir noch. Es war so schön. Tut mir leid, Leute, dass ich jetzt den Fehler gemacht habe mit der Bombe. Die hätte da unten reingemusst, dann hättet ihr das Ankh gesehen. Falls ihr euch fragt, was das Ankh kann, das kann ich euch ja trotzdem verraten. Das Ankh, wenn wir sterben und wir besitzen das Ankh, heilt es uns drei Leben und belebt uns halt am Anfang des Levels wieder. Oder in einem bestimmten Fall öffnet uns es sogar etwas. Nämlich bei dieser einen Statue, wo ich mal gesagt habe, dieser Kopf in der Eiswelt. Ich habe privat übrigens einen Run mal gemacht. Nach der letzten Aufnahme und habe den, den M. Den am, 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 am. Nein, den. Diesen komischen Tunnelbauer bezahlt. Nämlich, dass er uns den Shortcut in die Eiswelt schon mal freilegt. Das bedeutet, ab dem nächsten Part werde ich mal versuchen, in der Eiswelt ein bisschen was zu reißen. Ob es mir gelingt oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ja, es fehlt uns halt das Ankh dann. Das ist das Problem. Ich möchte euch zwar die Eiswelt zeigen, aber ich würde gerne auch mit Hilfe des Ankhs so ein bisschen weiterkommen. Aber gut, soweit werden wir vermutlich eh nicht kommen. Deswegen sehe ich mal zu, dass wir hier ein bisschen weit kommen. Kommen, kommen, kommen. Das sage ich schon wieder viel zu oft. Und für all jene unter euch, die sich fragen, warum hast du Mario Kart erwähnt, wenn du es nicht als Let's Play bringst? Ich würde es wirklich gerne Let's Playen, weil es ist ein schönes Spiel, auch wenn mich die Charakterverteilung ein kleines bisschen stört. Nämlich, dass es zwar viele, also es gibt 30 Charaktere, aber Charaktere wie zum Beispiel Baby Bowser fehlen. Also Bowser Jr. Dann gibt es keinen Funky Kong, keinen Diddy Kong. Knochentrocken ist auch nicht da, was mich persönlich am meisten trifft. Und da frage ich mich schon so ein bisschen, was soll das? Ich meine, im letzten Charakter, im Mario Kart Wii, ich weiß, es war nicht das letzte war 7. Aber 7 habe ich nicht. Da waren sie noch alle da. Also was ist passiert? Und das macht mich schon so ein bisschen traurig. Aber ich versuche ja hier mal ein bisschen on-topic zu reden. Das war jetzt schön. Habe ich mir einen Shortcut gesprengt. Aber leider die Spinnen nicht erwischt. So, weg mit dem Vieh. So, ich riskiere mal was. Ja, sehr schön. Spinnen. Spinnen sind auch so Tiere. Ich weiß, sie erfüllen Nutzen. Aber wirklich interessieren tut mich das nicht. Spinnen, ich mag Spinnen. Überhaupt nicht. Kann ich überhaupt nicht mit. Klar. So, ich könnte mir jetzt hier einen Sklaven kaufen. Ich glaube, das werde ich auch mal tun. Nördel. Los, komm, Nördel. Ja, und da sind wir tot. Spinnenbiss. Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache hier aber einen kleinen Cut auf.